So, da sind wir wieder. Wir müssen jetzt erstmal gucken, in welchem Grab wir liegen, hier unten drin. Sie öffnet sich nicht. Ich bin gefangen. Das braucht nicht ein Geburt zu. Das braucht nicht ein Geburt zu werden. Ja, dann nimm den Hammer. Ich kann den Hammer nicht damit. Ja, dann nimm den Meißel. Da sind wir. Huch! Wo kommt dieses verräterische Hämmern her? Es kommt aus einem der Särge. Von den Toten. Von den Toten, die mich umgeben. Sie müssen mein schreckliches Geheimnis kennen. Sie werden mich nie ruhen lassen, bis ich für das Unrecht, das ich begangen habe, bezahlt habe. Einen Moment mal, ich habe gar kein schreckliches Geheimnis. So, wir erinnern uns an Monkey Island 2 zurück, da haben wir jemanden in einen Sarg eingeschlossen. Und ich bereue es, dass ich das jetzt tue. Ich bereue es, dass ich das tue. Ich bereue es wirklich. Ich muss das. Nein! Wow! Ich bin froh, dass ich aus der Sache raus bin. Obwohl es ein geräumiges, komfortables Modell mit viel Bewegungsfreiraum war. Hallöchen. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Ja, nun. Natürlich! Guybrush Threepwood! Du bist der, der mich hier eingesperrt hat. Ja, weißt du, ich wollte. Nein, 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 ich will nichts hören. Das war die beste Zeit meines Lebens. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken, weißt du? Nachzudenken über die Dinge, die wirklich zählen. Ich weiß nicht, ob du es in Betracht gezogen hast, Sohn. Aber lebendige Begräbnisse sind hier in der Karibik kein ungewöhnliches Ereignis. Das wusste ich nicht. Nicht zu erwähnen die Piratenüberfälle und tödlichen Seekämpfe. Riesige, menschenfressende Reptilien. Gefährliche Treibsandgruben. Schießwütige Duellanten. Und natürlich diese lästigen Untoten. Hast du einmal daran gedacht, was mit deinen Lieben passiert, wenn dich dieses grausame Schicksal ereilt? Tja, nein, aber... Nun, du hast natürlich eine Menge Zeit, darüber nachzudenken. Oder nicht? Ich bin einer der Glücklichen. Ich war tot. Es hat mir eine ganz neue Lebensperspektive gegeben. Ein Leben, das ich der Bemühung widme, dass die Lebensversicherungswünsche der Leute erfüllt werden. Hier, nimm eine meiner Visitenkarten, die ich habe machen lassen. Wenn du in diesen Sarg eingesperrt warst, wie konntest du dann Visitenkarten machen lassen? Jetzt ist nicht die Zeit, sich um technische Einzelheiten zu kümmern, Sohn. Jetzt ist die Zeit, sich zu fragen, bist du versichert? Geh jetzt und lass mich mein Büro einrichten. Wir sitzen hier fest. Die Tür ist verschlossen. Quatsch! Das ist eine von Stans kuscheligen Gruften, ausgestattet mit einem Sicherheitsöffnungsmechanismus. Einfach hier an dem Griff wackeln. Okay, er muss erstmal sein Büro einrichten. Und wir kommen gleich wieder. Ne, er ist noch nicht so weit. Okay, jetzt ist er fertig. Willkommen zurück bei Stans Allgemeine. So, dann schließen wir direkt mal eine Versicherungspolice ab. Gesundheitstee. Akten. Du hast mich überzeugt. Ich will eine Versicherung abschließen. Eine kluge Wahl. Und eine, die du nicht so schnell bereuen wirst. Die Frage ist nicht, ob du dir eine Versicherungspolice leisten kannst oder nicht, sondern ob du es dir leisten kannst, keine zu haben. Wo wir gerade dabei sind. Kannst du dir eine Versicherungspolice leisten? Nun, wie viel kostet sie denn? Oh, das hängt von einer Reihe Faktoren ab. Wie hoch die Deckungssumme sein soll, wie viel du ausgeben willst. All diese hochkomplizierten fließenden Gleichungen und so weiter. Aber ich will dich damit nicht langweilen. Ich frage dich nur eins. Wie viel Geld hast du? Nun, ich habe dieses Spielgeld. Ja. Vielleicht habe ich dich ein wenig durcheinander gebracht. Obwohl mich nichts mehr erfreuen würde, als dich hier herauszuschicken, mit dem Seelenfrieden, das für deine Familie im unwahrscheinlichen Fall deines Todes gesorgt ist, muss ich hier ein Geschäft führen. Wenn du mir nicht wenigstens eine Bürgschaft vorweisen kannst, kann ich dir keine Police geben.
Dieses authentische Piratenüberbleibsel. Ein originaler Zahn eines echten Piraten. Einzigartig. Ist das echtes Gold? Das Beste weit und breit. Nicht mal mehr Spucke drauf. Nun fängst du an, meine Sprache zu sprechen. In Ordnung. Lass uns einen umfassenden Plan ausarbeiten, der deinen Bedürfnissen entspricht. Und du kannst sicher sein, dass deine Familie nach deinem bedauerlichen Ableben gut versorgt ist. Was genau sind die Bedingungen dieses Plans? Es ist ganz einfach, mein Sohn. Wenn du stirbst, bekommt der Besitzer dieser Police eine Riesenmenge Geld. Eine Riesenmenge Geld? Puh! Puh ist genau das richtige Wort dafür. Nun, ich möchte, dass du da draußen vorsichtig bist. Okay, das bin ich. Danke. Nein, das ist mein Ernst. Ich möchte, dass du sehr, sehr vorsichtig bist. Werd ich. So, ich muss mal eben kurz im Inventar gucken. Wir haben immer nur noch einen Nagel. Hallo Leute, ich vermute, ihr fragt euch alle, wie es sein kann, dass ich von den Toten zurückgekehrt bin. Keine Fragen an den toten Typen, der wieder unter den Lebenden wandelt? Nö. Keine Fragen wie, ist da ein Leben nach dem Tod oder gibt es einen Himmel? Nö. Wird es ausreichend Parkplätze geben? Nö. Schön, dann eben nicht. Ich werde euch nicht mal was über das Jenseits erzählen, wenn ihr mich anflehen würdet. Gut. So, wie ging denn jetzt die Tür da hinten auf? Oh, wie ging denn die Tür da hinten nochmal auf? Sie ist verschlossen. Ach ja, mit der Visitenkarte, glaube ich. Ja. Ich schätze, ich bin ein besserer Pirat, als ich dachte. Es klappt. So, können wir den hier mal öffnen? Ich bin sicher, dass da nichts außer einer dieser Hotelbibeln drin ist. Sehr gut. Er ist so modrig, dass ich ihn lieber nicht öffnen möchte. Okay. Boah. Das Buch wollen wir haben. Ah. Ich komme nicht dran. Okay, wir müssen erst noch ein paar Nägel finden. Ich überlege gerade, nee, ich komme sonst. Wir nehmen mal hier die Sargnägel mit. Okay. Ah, wir wollen natürlich dann jetzt möglichst schnell nochmal Guybrush sterben lassen. So, die Nägel haben wir. Dann wollen wir jetzt nochmal da oben in das Zimmer gehen. Das Ding hier nochmal aufziehen. Und dann die ganzen Sargnägel... Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht, um es zu halten. Okay, dann könnte sein, dass ich einen weiteren Nagel... Ja, den haben wir natürlich schon dabei, den Nagel. Da, das Bett ist festgenagelt. Das sollte genügen. So, wir nehmen das Buch. Ich wette, seine Zimmermiete ist bis heute auf eine gewaltige Summe angewachsen. Das ist übrigens der Pirat, der verschwunden ist. Der da heiraten wollte. Die Meistersuppes. Ein Leben in Bildern von M.M. Meistersuppe. Okay. Dann müssen wir ihn jetzt überzeugen, dass wir die Meister von der Meistersuppe sind. Mein Pirateninstinkt sagt mir, ich sollte es bei mir behalten. Können wir es denn jetzt benutzen? Es ist voll von Daten und lustigen Fakten, die man schon immer über die Meistersuppe-Familie wissen wollte. Und da steht, ich erhalte jeden Monat ein neues Buch oder kündige ohne Kaufzwang und behalte meine Ausgabe von Freibeuter und Fruchtbowle als kostenloses Geschenk. Okay.
Der Vulkan ist ausgebrochen. Ja, ich weiß. Das Meistersuppe-Imperium ist gerettet. Ah, das ist der schönste Tag meines Lebens. Neben dem Tag, als Großvater den Austernkeks erfand, der auch in der Suppe knusprig bleibt. Nun, das freut mich für Sie. Bald wird das Hotel mit Touristen überflutet sein, die den Vulkan sehen wollen. Und ich kann endlich die Show veranstalten, an der ich zuletzt arbeitete, als wir noch Gäste hatten. Was für eine Show ist das? Voulez-vous, wie es war? Ein dramatisches Musical über eine talentierte, junge Suppenköchin aus Paris, die auf grausame Weise für ihre revolutionären Ideen der Suppenzubereitung von der Pariser Vereinigung der Köche zerlegt wird. Nein. Das wird bestimmt ein großer Hit. Nein. Okay. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. So, wie ging das denn jetzt alles nochmal? Versicherungspolice. Das? Nein. Es ist voll von Daten ja. Und lustigen Fakten, die man schon immer über die Meistersuppe-Familie Schnauze, wissen wollte. Guybrush. Es ist voll von Daten und lustigen Fakten, die man schon immer über die Meistersuppe-Familie wissen wollte. Okay, wie war das denn jetzt nochmal? Es ist der Rahmen eines Spiegels mit Meistersuppes Gesicht in der Mitte. Oh, wie war das denn nochmal? Ich nehme nicht völlig wahllos Barmänner auf den Arm. Ich kann das nicht aufheben. Okay. Dann reden wir nochmal mit Meistersuppe. Ich dachte, wenn ich sterbe, werde ich bei ihrer Tante beerdigt. Nun, ist das nicht einleuchtend? Man kann nicht in der Familiengruft der Meistersuppes beerdigt werden, wenn man kein Mitglied der Familie Meistersuppe ist. Ein Mitglied der Familie, was? Onkel Griswold, ich bin es. Erkennst du mich nicht? Sie erkennen? Ich habe sie noch nie im Leben gesehen. Wie ist ihr Name? Eintopf mit Schinken. Eintopf mit Schinken? Eigentlich ist mein Name Reinhold Mitschinken Meistersuppe. Eintopf ist nur ein Spitzname. Ich kann mich nicht an Verwandte mit diesem Namen erinnern. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Wie ging das jetzt nochmal? Muss ich das so machen? Mein Pirateninstinkt sagt mir, ich soll... Reden wir mal mit dem. Schau mich an, sehe ich nicht aus wie ein Meistersuppe? Jetzt, wo Sie es sagen, Sie erinnern entfernt an meinen Urgroßvater Karl Lombert Meistersuppe. Lombert? Die Leute zu Hause sagten mir immer, du bist dem alten Fresssack Meistersuppe wie aus dem Gesicht geschnitten. Wissen Sie, ich glaube, Sie haben recht. Ach. Ich frage mich, warum ich es nicht schon eher gesehen habe. Ich könnte mich den ganzen Tag über die Geschichte der Meistersuppes unterhalten. Wie war das noch? Mit der ersten schicksalhaften Reise in die Karibik? Oh, Sie meinen die... Sie fällt auch nicht auf. Baron Simon Bisque de Meistersuppe 1621 begann. Exakt. Er landete auf Scape Island nur mit einem Löffel und einem Traum. In nur 4 Jahren baute er die größte Suppenrestaurantkette in der westlichen Hemisphäre auf. Bereits 1635 hatte er die ganze Familie van Salat aus der Karibik vertrieben und besaß ein weltumspannendes Restaurant-Imperium. Streng genommen wurden die Van Salats nicht vor 1637 vertrieben. Und die Kette von Restaurants und Hotels der Meistersuppes wurde im südlichen Pazifik nie beliebt.
Ah ja, okay, wie dem auch sei. Nun, mein Sohn, es scheint, als hättest du recht. Willkommen daheim, beim glorreichen Namen derer von Meistersuppe. Ich bin geehrt. Und als Meistersuppe steht dir jegliche Vergünstigung zu, die der Name mit sich bringt. Sofortiges Prestige in den Gefilden um Blood Island. 10% Rabatt in allen Meistersuppe-Feriensiedlungen der Karibik. Und natürlich medizinische sowie zahnärztliche Hilfe. Und das Beste von allem. Für den Fall, dass du tot umfällst, wirst du in der extravaganten Meistersuppe-Familiengruft begraben. Es scheint, als wären all meine Träume wahr geworden. Jawohl. Ich möchte einen Drink, bitte. Sicher. Was hätten Sie gerne? Geben Sie mir etwas, wovon ich Haare auf der Brust bekomme. What? Ich habe genau das Richtige für Sie. Er ist nicht nur erfrischend, er ist außerdem eine regenerative, alternative Energiequelle. Hier bitte, Junge. So, können wir denn... Ah, er trinkt das sofort, okay. Autsch! Hier hast du deinen Becher zurück. Dann müssen wir nochmal einen bestellen. Ich möchte einen Drink, bitte. Sicher. Was hätten Sie gerne? Ich nehme einen Drink, der nur so nach weiter Welt riecht. Ich hätte da einen Drink, der geradezu stinkt. Nehmen Sie ihn oder lassen Sie es? Ich nehme ihn. Sicher, sicher. So, das kippen wir mal wieder da rein. Und nehmen einen ordentlichen Schluck. Und kippen wieder tot um. Oh mein Gott, er hatte einen plötzlichen und völlig unerwarteten Rückfall in den Tod. Ah, und das gerade, als wir uns wieder etwas näher kamen. Als sein Blutsverwandter ist es meine Pflicht, ihm ein angemessenes Begräbnis zukommen zu lassen. Ich schwöre feierlich, dass der jugendliche Erasco Meistersuppe in der Familiengruft der Meistersuppes beerdigt werden soll. Alles klar. So, wir sind damit in der Gruft, wo wir hin wollten. Kann ich das überspringen? Nein, ich muss natürlich rüberlaufen. So, und wen sehen wir da? Huch. Gehen wir erstmal vorbei. Die Brechstange brauchen wir. Da kichert was. Das wird so cool. Stirb! Oh, das mache ich nicht noch einmal. Ich glaube, ich habe mir den Schädel gebrochen, ich Dummkopf. Das ist deine eigene Schuld. Hör auf, mich so zu erschrecken. Also habe ich dich erschreckt, oder? Nun ja, eher überrascht. Oh. Aber auf eine furchterregende Art und Weise überrascht. Du bist wirklich sehr, sehr furchterregend. Rede nicht so herablassend mit mir. Ich habe doch keine andere Wahl. Ich sah dich aus diesem Sack kommen. Heißt das, dass du tot bist? Nein, ich habe nur so getan, als ob... Verdammt! Ich dachte, wir könnten zusammen rumgeistern und eine Welle des Terrors in der ganzen Karibik verbreiten. Das soll also heißen, dass du mich nur meiner Beine wegen liebst? Sowas in der Art. Okay, wir nehmen Mary einfach mal mit. Hey! So, und wir schauen einmal durch die Spalte durch. Schönen guten Tag. Na, Mary, altes Haus? Ich will jetzt nicht mit Mary in ein Gespräch verwickelt werden. So, wir brauchen jetzt, glaube ich, einmal den Arm, um diese Lampe rauszuholen. Damit komme ich an die Laterne ran, aber ich kann sie damit nicht greifen. Okay. Er kann sie nicht greifen. Womit können wir denn greifen? Mit dem Magneten vielleicht?
In Verbindung mit dem Arm? Ich kann den Magnet damit nicht benutzen. Nein. Ich kann den Magnet damit nicht... Greifen, 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 greifen. Kleber? Ha! Ich habe sie. Hey, was ist mit dem Licht passiert? Er liest weiter im Dunkeln. Ist nicht gut für die Augen. So, wir stellen die Laterne einmal auf den Sargdeckel. Und brauchen einmal Mary. Hey, Mary, sei furchterregend. Okay. Okay. Ich bin einer der lebenden Toten. Fürchte mich. Erlöse mich. Hey! Sieh mich an! Ich bin ein Geist. Hier! Das ist einfach erbärmlich. Dann schauen wir einmal durch den Spalt durch. Und machen es jetzt nochmal, weil jetzt haben wir den Schatten von Guybrush noch mit dabei. Leider kann ich Mary nicht damit benutzen. Was? Leider kann ich Mary nicht damit benutzen. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Ach mein Gott. Ach, ich muss die Lampe noch stärker machen. Die Lampe ist noch zu schwach. Das sieht nicht gerade verkatert aus. Okay, also die Lösung ist auf jeden Fall hier irgendwo. Genau, mit der Brechstange. Ich kann die Brechstange nicht damit benutzen. Doch, kannst du. Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Doch, kannst du. Das will ich nicht durchschneiden. Doch, willst du. Ich möchte das nicht feststecken. Doch. Wie war das denn nochmal? Ich kann den Messbecher nicht damit benutzen. Oh, wie war das denn nochmal? Aber ich muss sowieso einen Schnitt machen. Und sage dann nur, bis neulich.